Die französischen Seealpen in der Provence Alpes-Côte d'Azur. Ein wildromantisches Naturschauspiel von besonderer Schönheit. Es ist Frühling und die Gipfel sind wolkenverhangen und schneebedeckt. Der Süden Frankreichs hat mehr zu bieten als nur glamouröse Küstenorte. Diese Landschaft ist wie ein Tor zu einem weitgehend unberührten Naturparadies. Die Sonne sendet erste wärmende Strahlen auf die Erde und das Leben erwacht. Beschaulichkeit und Stille prägen diese idyllische Landschaft. Das Wasser dieses Bergbaches ist rein und frisch. Ein zauberhafter Ort, um zu verweilen und das Erlebnis Natur auf die Seele wirken zu lassen. Traumhafte Panoramen auf über 1000 Metern Höhe. Hier, in der Nähe der Schlucht des Flusses Sillon, liegen auch die drei größten Skigebiete der Seealpen. Schneeglöckchen im tauenden Eis verkünden das Ende des Winters. Aus 40 Metern Höhe fällt der Wasserfall Cascade du Bourillon in eine enge Schlucht.
Das Auge wird an diesem Ort der Erde immer wieder gefesselt von der unglaublichen Anziehungskraft des Steinmassivs. Wie klein ist doch der Mensch im Vergleich zu diesen Felsgiganten. Die Natur ist ein Spiegel unserer Seele. So beschrieben es die Dichter und Denker der Romantik Ende des 18. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu einer rein rationalen Betrachtung der Natur suchen auch heute noch Menschen den Weg zu sich selbst unter freiem Himmel und in möglichst unberührter Natur. Man braucht ausreichend Zeit, um diese Gegend zu durchwandern. Die Belohnungen lassen nicht lange auf sich warten. Hinter jeder Biegung gibt es neue, fantastische Aussichten und Panoramen. Auf der Route de Crête beginnt und endet eine bekannte Wanderroute durch die Schlucht. Die bekannteste Route ist aber der Sentier Martal, benannt nach einem französischen Höhlenforscher. Es ist das Credo aller Wanderfreunde. Zu Fuß hat man noch mehr davon. Das Wesen der Natur erschließt sich für viele Menschen am besten bei dieser gesunden, intensiven und langsamen Art der Fortbewegung. Wie sind diese mächtigen Kalksteinmassive und diese gigantische Schlucht entstanden? Um es besser zu verstehen, begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Vor etwa 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias, senkte sich die Provence ab und wurde vom Meer bedeckt. Am Grund des Meeres lagerten sich viele verschiedene Schichten von Kalk ab, zum Beispiel durch abgestorbene Muscheln. Später entstanden durch neue, recht warme Wasserfluten mächtige Korallenbänke. Wer gut aufpasst und Glück hat, wird hier versteinerte Korallen finden. Im weiteren Verlauf vieler Millionen Jahre hob sich dieser Landstrich und das Meer zog sich zurück in den Bereich der heutigen Alpen. Die Alpen sind geologisch betrachtet jung. Während die Alpen entstanden, also aufgefaltet wurden, zerbrachen auch die Kalkmassive in der Provence. Dann kam das Eis und alles erstarrte. Doch auch diese Zeit ging vorüber. Es wurde wieder wärmer und gigantische Mengen von Schmelzwasser bahnten sich ihre Wege. Zu dieser Zeit suchte und fand auch der Fluss Verdon sein Bett und grub sich tief in den weichen Kalkstein hinein. A votre plaisir. Zu ihrem Vergnügen. Hier spricht man von der Alchemie Frankreichs. Aus dem Zusammenspiel zwischen natürlichen, geologischen und wasserkrafttechnischen Gegebenheiten in der Region ist dieser Begriff entstanden. Zwar wurde auch hier kein künstliches Gold erschaffen, aber Heimat, Nahrung und Rohstoffe trugen wesentlich zur Entstehung vom Wohlstand bei. Prä
historische Funde wurden entlang des Flusses gefunden. Nach den Ligurern kamen gegen 600 vor Christi die gallischen Kelten ins Land, besetzten das Gebiet und mussten letztendlich den Römern weichen. Die wussten den natürlichen Reichtum der Region zu schätzen. Im Winter leuchten die Eisschollen an den Berghängen, im Frühjahr blühen die Krokusse, im Sommer die Lavendelfelder an den Rändern der Felsschlucht, für die Provence berühmt ist und geliebt wird. Wasser, ein lebenswichtiges Elixier. Eine auf den ersten Eindruck recht unromantisch klingende chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Sie bildet die Grundlage allen Lebens. Die einzige chemische Verbindung auf der ganzen Erde, die flüssig, fest als Eis oder als Gas, als Wasserdampf vorkommt. Wasser kann großen Schaden anrichten, wenn es beispielsweise als Trinkwasser ein Überbringer tödlicher Stoffe ist oder mit ungezügelter Macht ganze Landstriche überflutet und zerstört. Wasser inspiriert. Die Quelle als Ursprung für einen Fluss oder das Meer hat schon so manchen Dichter und Denker und viele andere Künstler nachhaltig beeinflusst. Wasser ist geheimnisvoll. Die Naturheilkunde sagt, Wasser kann heilen und wichtige Informationen speichern. Auch die Traumdeutung misst dem Wasser eine große psychologische Bedeutung zu. In vielen Märchen, Mythen und Legenden spielt das Wasser eine Rolle. Experten sagen, Wasser wird für künftige Generationen auf unserer Erde möglicherweise einmal wertvoller als Gold sein. Wasser ist ein Menschenrecht, aber die Ressourcen an Trinkwasser sind knapp.
Wasser, ein lebenswichtiges Elixier. Eine auf den ersten Eindruck recht unromantisch klingende chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Sie bildet die Grundlage allen Lebens. Die einzige chemische Verbindung auf der ganzen Erde, die flüssig, fest als Eis oder als Gas, als Wasserdampf vorkommt. Wasser kann großen Schaden anrichten, wenn es beispielsweise als Trinkwasser ein Überbringer tödlicher Stoffe ist oder mit ungezügelter Macht ganze Landstriche überflutet und zerstört. Wasser inspiriert. Die Quelle als Ursprung für einen Fluss oder das Meer hat schon so manchen Dichter und Denker und viele andere Künstler nachhaltig beeinflusst. Wasser ist geheimnisvoll. Die Naturheilkunde sagt, Wasser kann heilen und wichtige Informationen speichern. Auch die Traumdeutung misst dem Wasser eine große psychologische Bedeutung zu. In vielen Märchen, Mythen und Legenden spielt das Wasser eine Rolle. Experten sagen, Wasser wird für künftige Generationen auf unserer Erde möglicherweise einmal wertvoller als Gold sein. Das Auge wird an diesem Ort der Erde immer wieder gefesselt von der unglaublichen Anziehungskraft des Steinmassivs. Wie klein ist doch der Mensch im Vergleich zu diesen Felsgiganten. Die Natur ist ein Spiegel unserer Seele. So beschrieben es die Dichter und Denker der Romantik Ende des 18. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu einer rein rationalen Betrachtung der Natur suchen auch heute noch Menschen den Weg zu sich selbst unter freiem Himmel und in möglichst unberührter Natur. Man braucht ausreichend Zeit, um diese Gegend zu durchwandern. Die Belohnungen lassen nicht lange auf sich warten. Hinter jeder Biegung gibt es neue, fantastische Aussichten und Panoramen. Auf der Route de Crête beginnt und endet eine bekannte Wanderroute durch die Schlucht. Die bekannteste Route ist aber der Sentier Martal, benannt nach einem französischen Höhlenforscher. Es ist das Credo aller Wanderfreunde. Zu Fuß hat man noch mehr davon. Das Wesen der Natur erschließt sich für viele Menschen am besten bei dieser gesunden, intensiven und langsamen Art der Fortbewegung. Wie sind diese mächtigen Kalksteinmassive? Die Belohnungen lassen nicht lange auf sich warten. Hinter jeder Biegung gibt es neue, fantastische Aussichten und Panoramen. Auf der Route de Crête beginnt und endet eine bekannte Wanderroute durch die Schlucht. Die bekannteste Route ist aber der Sentier Martal, benannt nach einem französischen Höhlenforscher.
Es ist das Credo aller Wanderfreunde. Zu Fuß hat man noch mehr davon. Das Wesen der Natur erschließt sich für viele Menschen am besten bei dieser gesunden, intensiven und langsamen Art der Fortbewegung. Wie sind diese mächtigen Kalksteinmassive und diese gigantische Schlucht entstanden? Um es besser zu verstehen, begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Vor etwa 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias, senkte sich die Provence ab und wurde vom Meer bedeckt. Am Grund des Meeres lagerten sich viele verschiedene Schichten von Kalk ab, zum Beispiel durch abgestorbene Muscheln. Später entstanden durch neue, recht warme Wasserfluten mächtige Korallenbänke. Wer gut aufpasst und Glück hat, wird hier versteinerte Korallen finden. Im weiteren Verlauf vieler Millionen Jahre hob sich dieser Landstrich und das Meer zog sich zurück in den Bereich der heutigen Alpen. Die Alpen sind geologisch betrachtet jung. Während die Alpen entstanden, also aufgefaltet wurden, zerbrachen auch die Kalkmassive in der Provence. Dann kam das Eis und alles erstarrte. Doch auch diese Zeit ging vorüber. Es wurde wieder wärmer und gigantische Mengen von Schmelzwasser bahnten sich ihre Wege. Zu dieser Zeit suchte und fand auch der Fluss Verdon sein Bett und grub sich tief in den weichen Kalkstein hinein. À votre plaisir. Zu ihrem Vergnügen. Zwar wurde auch hier kein künstliches Gold erschaffen, aber Heimat, Nahrung und Rohstoffe trugen wesentlich zur Entstehung vom Wohlstand bei. Prähistorische Funde wurden entlang des Flusses gefunden. Nach den Ligurern kamen gegen 600 vor Christi die gallischen Kelten ins Land, besetzten das Gebiet und mussten letztendlich den Römern weichen. Die wussten den natürlichen Reichtum der Region zu schätzen. Im Winter leuchten die Eisschollen an den Berghängen, im Frühjahr blühen die Krokusse, im Sommer die Lavendelfelder an den Rändern der Felsschlucht, für die die Provence berühmt ist und geliebt wird. Thank you.
Wasser, ein lebenswichtiges Elixier. Eine auf den ersten Eindruck recht unromantisch klingende chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Sie bildet die Grundlage allen Lebens. Die